Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Montag, 3. August, 9:30 Uhr. Wir feiern den neuen Monat und wollen jetzt mal hier sehen, was denn der Forex-Markt hier zu bieten hat zum Auftakt. Da fällt auf und deswegen haben wir den heute im Fokus, der Loonie, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, steht hierbei im Fokus und wir haben hier die Situation eines neuen Mehrjahreshochs, einer weiteren Performance auf der Nordseite und ja, das Paar kennt praktisch gesehen keine Grenzen und hier stellt sich eben die Frage, bis wohin kann denn die Reise jetzt hier weitergehen? Wir haben am Nachmittag heute einige Wirtschaftsdaten zum US-Dollar, ganz klar. Da kommt sowieso fast täglich was rein. Was den kanadischen Dollar betrifft, da wird es dann erst wieder halt in dieser laufenden Woche gar nicht interessant. Wir haben soweit hier überhaupt keine Daten, die hier von größerer Relevanz sind, soweit ich das jetzt just beurteilen konnte. Letztlich aber folgende Situation. Wir gehen mal kurz in den Tagesschart hinein. Wir haben hier schon in der vergangenen Woche einen starken Anstieg gesehen über das Hoch aus. Und dann gehen wir jetzt direkt nochmal ins Wochenchartbild, damit das deutlich wird für alle, die das noch nicht gesehen haben. Wir sind hier per Wochenschlusspreis über das Hoch vom März 2009, das war 1,3064, rausgezogen. Wir sehen hier die Wochenkerzen und das heißt hier vom Wochentief wurde die ganze Situation hochgekauft. Die Candlestick-Kerze deutet hier oder gestaltet sich hier in Form eines Hammers, der eigentlich am Ende eines Abwärtstrends auftauchen dürfte, sollte, um hier eine Gegenbewegung einzuleiten. Hier kommt der Hammer schon inmitten einer starken Aufwärtsbewegung und die Situation ist eben die, dass wir jetzt hier mit Wochenschlusspreis ein neues Mehrjahreshoch markiert haben und jetzt setzt sich just die Reise hier auch weiter fort, wie wir sehen. Der Loonie, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, also hoch ambitioniert weiter nach oben anzusteigen und wir nehmen es gleich mal vorweg, das große Bild. Wir hatten hier die Untertassenformation während der letzten Jahre, schöne Bodenbildung, Ausbruch, Idealziel hier abgearbeitet und es geht sogar darüber hinaus. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weit uns weiter zurück in die Vergangenheit scrollen, dann muss man schon bis ins Jahr 2004 zurückgehen, um hier Anhaltspunkte über ein mögliches Ziellevel über 1,3064, eben dem Hoch aus 2009, zu finden. Und mittel- bis langfristig, wir reden jetzt hier nicht über die nächsten Wochen, sondern wirklich mittel- bis langfristig wäre hier ein Niveau von 1,40 durchaus gerechtfertigt. Also hier der kanadische Dollar weiter schwach und hier der US-Dollar übergeordnet weiter im Aufwind. Und so stellt sich das Chartbild nun mal dar. Wir haben hier auch hier auf Wochenbasis noch deutliches Potenzial in Sachen Überkaufssituationen. Da sind wir noch meilenweit weg von, auch wenn wir jetzt hier schon mit dem RSI-Wert hier von über 70 schon ein Stück weit heiß nach oben gelaufen sind, ist hier noch deutlich Luft. Wir sehen das hier an der Preisbewegung von Anfang des Jahres. Da gab es wirklich eine beschleunigende Aufwertung, die dann hier auch zu einer gewissen Überhitzung führte. Aber davon sind wir aktuell noch meilenweit weg und mit dem neuen Mehrjahreshoch ist im Prinzip hier ein Kaufsignal weiterhin ein Fortsetzungskaufsignal generiert wurden, ein weiteres Kaufsignal. Was hier ein bisschen die Stimmung vermiest, ist auch die sich darstellende Divergenz wiederum hier auf Tagesbasis. Darauf hatten wir auch zuletzt schon mal hingewiesen. Das ist jetzt hier eine Situation, die mit Vorsicht genossen werden sollte, denn wir haben eben hier das neue Mehrjahreshoch gemacht, auch schon am Freitag, beziehungsweise heute ja insbesondere. Und hier der RSI-Oszillator spielt hier nicht mit in dieser Situation. Und das ist schon ein kleines Warnsignal. Also wir sind auf Tagesbasis durchaus überhitzt und wir hatten ja in der letzten Woche auch schon die Annahme, dass es hier zu einem Pullback 1,28 kommen könnte. Ausdehnungsfall hier Richtung 1,2640. Das wäre hier dieser Aufwärtstrend, ein Stück weit in die gleitenden Durchschnitte hier eingetaucht. Das wäre eine komfortable Situation gewesen, um hier sozusagen Kraft zu schöpfen, um dann im Nachgang hier nach oben aufzudrehen. Aber dazu kam es nicht. Wir haben hier direkt in der letzten Handelswoche schon nach schwachem Start direkt angefangen, hier nach oben aufzudrehen. Und jetzt ist es so, dass die Divergenzen das einzigste Warnsignal sind für weiter steigende Preise. Man darf jetzt antizipieren, beziehungsweise man darf jetzt die Situation wie folgt bewerten. Wenn der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar sich jetzt über 1,3064 in der laufenden Handelswoche festigen sollte, also hier jetzt nicht weiter groß nachgibt, dann ist die Situation interessant für weiter steigende Preise. Tauchen wir allerdings unter 1,3040 ein und wir sind eben hier im Divergenzmodus mit einer leichten Überhitzung, ist es denkbar, dass die 1,28 trotz alledem, dass es jetzt nicht so ausschaut, angetestet werden könnte. Und das wäre mein präferiertes Szenario. Also jetzt hier aufspringen, erscheint mir ein Stück weit zu heiß. Der Stop, der müsste dann unter dem letzten Verlaufstief, also idealerweise hier, wer denn jetzt aufspringen wollte, hier vom 29. Juli liegen. Das wäre 1,2861, da könnte der Stop liegen. Im anderen Fall oder im Idealfall pushen wir uns jetzt ein Stück weit nach oben, um dann letztlich heute oder
morgen übermorgen doch nach unten abzudrehen, einzudrehen. Und sofern der Preis hier wieder 1,3064 eben das Mehrjahreshoch 2009 unterschreitet und dann insbesondere die Runde Hausnummer 1,30 sozusagen aufgibt bzw. wieder eintaucht, dann wären hier gute Preisrücksätze gegeben, um hier auf den übergeordneten langfristigen Trend aufzuspringen in Sachen eines Long-Engagements. Also Rücksetzer wären hier meines Erachtens zu präferieren. Wenn diese nicht kommen, muss man entweder hinterher schauen oder mit schlechterem CAV hier versuchen, dann in den Markt reinzukommen, weil, wie gesagt, die weiteren Preissteigerungen sind als sehr wahrscheinlich anzusehen. Aber präferiert würde oder wird meines Erachtens hier nach wie vor eine Konsolidierung. Wir sind ja, wie gesagt, hier im Juni, Juli sehr, sehr gut gelaufen, haben ja auch die Tiefs der letzten Woche hier dynamisch aufgeholt. Das ist alles sehr, sehr bullisch, aber wir haben hier einen abnehmenden, und warum man denn jetzt den abnehmenden RSI, ganz genau, den wir hier unten haben, einen abnehmendes Momentum haben wir auch noch. Das sehen wir jetzt hier im Chart nicht, aber das ist genau das, was ich Ihnen jetzt mal zeige. Moment. Hier direkt mal rüber. So, anhand der FTSE-Vektorlogik hier, Regressionskanäle, alles bullisch, gar keine Frage. Aber wir haben hier die Situation, dass wir ein abnehmendes Momentum haben in der Aufwärtsbewegung. Und das ist natürlich auch schon ein Stück weit ein Warnsignal, was hier interessant werden könnte, im Sinne dessen, dass der Markt jetzt hier doch mal durchschnaufen kann. Heute haben wir noch dazu ein negatives Pattern. Das ist nicht von der Anzahl Häufigkeit so beachtenswert. Ja, also 42 Erscheinungen in den letzten 15 Jahren ist in Anführungszeichen nicht prall, aber mit einer Trefferquote von knapp 74% dann doch schon eine Hausnummer. Und das könnte heute, auch wenn wir schon über das eigentliche Tageshoch rausgeschossen sind, durchaus nochmal auch ein Impuls für einen Abwärtsmove sein, den wir aber aktuell, wie gesagt, nicht sehen. Der Preis rennt nach oben raus. Und solange das so bleibt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Bullen, jetzt sind wir hier im 15-Minuten-Chart, hier noch ein Stück weit drauflegen und die Average True Range des heutigen Tages wäre 1,3170. Wir sind bislang 52 Pips gelaufen. 81 ist der Schnitt der letzten 14 Tage. Also hier rein statistisch haben wir Potenzial bis 1,3170, um dann gegebenenfalls ja nochmals Intraday durchzuschnaufen. Aber sehr viel weiter darüber hinaus dürfte es heute nicht gehen. Allerdings muss es dazu erstmal zu einem neuen Tageshoch kommen über 1,3141. Bleibt das aus, dann haben wir hier schon im Intraday-Chart im 15 die komfortable Situation, dass wir hier, wenn wir unter das Wochen vor Monatshoch und das Vortageshoch eintauchen sollten, dass wir dann hier doch schon Rücksätze in Richtung 1,3059 sehen, dass man hier sozusagen die Marken für heute oben 1,3170 denkbar, unten 1,3060 ungefähr. Und je nachdem, wohin sich der Preis jetzt entscheidet in Sachen Ausbruchsrichtung, da könnte es noch einige Pips sozusagen geben. Aber das übergeordnete Bild, ich wäre wie gesagt ein Stück vorsichtig, hier direkt aufspringen, erscheint mir zu heiß. Hier nochmal in den Tageschart. Da lieber mal abwarten, ob es nicht nochmal eine günstigere Preischance gibt. Also Rücksetzer würden sich hier anbieten, um hier sozusagen in den Trend reinzuspringen. In der letzten Woche hatten wir schon drauf gesetzt, sozusagen, da kam es nicht. Vielleicht bleibt es auch diese Woche aus, dann muss man damit leben. Die Saisonalität zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz hier für die nächsten 20 Tage. Deutet so ein Stück weit seitwärts, nichts großes Abwärtsmomentum auf, aber im August sehen wir dann hier nochmal einen Impuls zur Mitte. Das könnte dann auch hier natürlich bedeuten, dass es direkt weiter rauf geht. Die Wahl letztlich liegt bei Ihnen. Persönlich sehe ich aber oder halte hier Rücksetzer im Sinne eines Pullbacks für wesentlich interessanter, als hier direkt aufzuspringen. Warten wir mal ab, was die Woche noch bringt. Wenn der Looney hier nochmal interessante Setups bietet, dann schalten wir uns hier im Radar bzw. beim JFD Live Trading nochmal auf und schauen uns die Situation dann hier nochmal konkret an. Aktuell hochbullisch unterwegs, auch das Top FX Pair hier des heutigen Wochenauftakts mit schon 0,4% knapp im Gewinn, lässt hier alle anderen Paare hinter sich. Aussie und Kiwi hier ganz schwach unterwegs, aber darum soll es heute nicht gehen. Der Luni steht hier im Mittelpunkt und mal abwarten, ob die Rallye sich direkt weiter fortsetzt. Also, ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg beim Handel. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.